herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public. Zusammen mit der Asta, dem Mike, dem Toledo, dem Lukas, dem Manni, dem Michael und dem Paul, einen wunderschönen. Ja, hallo. Hola. Hallo. Mann, der Wendekreis von dem Ding ist aber auch mal des Teufels, ne? Krasser Scheiß. Ach nee, jetzt sehe ich nicht vernünftig, wo ich. Oder sehe ich? Ich weiß nicht. Wo hänge ich denn? Ich nicht. Scheiße, es gibt einen Unterschied. Was gibt einen Unterschied? Wobei? Aber es gibt keinen Unterschied zwischen gedüngt und gestriegeltem Gras. Ist ja egal, du musst ja nur da striegeln, wo noch Gras zu sehen ist. Oder wir düngen, da wo gestriegelt ist. Ach so. Ich dünge. Weißt du was, ich mach das. Aber das siehst du doch auf der Karte. Bist. Ja, das sehe ich ja, egal, mein Paar. Sieht Mike das aber nicht. Das ist auf der Minimap auch, ne? Ja. Ach, ihr schafft das schon. Ich glaube stimmt. Auch. Irgendwie. Ich hab da ein gutes Gefühl. Wenn nicht ihr, wer sonst? Denke auch. Ja, bitte. Guten Hunger. Voll. Irgendwie liegen hier noch Ballen. Ich wollte gerade sagen, ihr habt schon schlimmere Sachen gemeistert. Rick steht doch hinter dir. Ja, bitte. Gar nichts passiert. Gar nichts? Nee. Kenn ich. Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts. Das sag ich auch jedes Mal und dann werde ich schief angeguckt. Ihr glaubt das halt auch keiner. Wie würde dich denn schief angucken, Mike? Keinen Namen. Aber niemand erlaubt dich das. Wobei, ich könnte Namen nennen, derjenige guckt die Folgen sowieso nicht. Der guckt sich schief an. Der guckt mich schief an. Ich guck die Folgen auch nicht. Was? Was? Du guckst mich schief an? Guck dich schief. Ach so. Ja, ich guck aber immer so, also da kann ich jetzt nichts für, ne? Ach so, du, ja, okay. Hat jetzt auch nichts mit dir zu tun. Das hast du bei jedem. Einfach immer so. Ich hab ja was für dich, Astra. Aua. Können Sie das bitte sein lassen? Danke. Ich wollte kurz kuscheln, Entschuldigung. Hinter dir liegt nur einer. Ich weiß, den wollte ich da liegen lassen. Ich hätte da nochmal so eine bescheidene Frage. Stück weiter rechts. Nein. Stück weiter rechts. Was denn? So, pass auf. Stück weiter rechts. Nein, das passt. Ja doch, jetzt passt es. Jetzt passt. Danke. Bitte. Was hast du für eine Frage? Kennt ihr Almdudler? Nee. Ja. Oh krass, hab ich jetzt nicht mit erwartet, dass alle Almdudler kennen, okay. Weil ich kann das nicht und ich habe mir beim letzten Mal Süßigkeiten bestellen, Haribo Almdudler mitbestellt, weil ich dachte, boah, das klingt ganz gut, testest du mal. Gut, okay, ich habe jetzt erst rausgefunden, dass das eigentlich ein Getränk ist und Haribo mit Almdudler zusammen das quasi zusammen in Form gegossen hat. Aber das ist Geschmackssache, was du kurz meinst. Meine. Ja, genau, es ist eine Kräuterlimo, genau. Wobei die Haribos tatsächlich ganz, ganz okay sind. Muss mir jetzt nochmal so eine richtige Almdudler besorgen zum Vergleich. Nein. Wie nein? Seht ihr noch irgendwo einen Ballen? Ist nicht gut, oder? Nee, hast ja, alle gesammelt. Ist nicht so meins. Ja gut, muss man halt mögen, ne? Was ja, Micha gerade sagt, ist halt ein Kräuter-Dings. Ist halt wieder... zu viel in den Alpen, um auf den Hüttengrisser zu spielen. Ja, da kommt es wahrscheinlich auch her, würde ich mal behaupten. Ja. Aber wenn man das mit Kräuterzeugs machen kann, meinst du, man könnte auch Haribo mit Jägermeister? Geht das? Ja, bestimmt, klar. Also wäre auf jeden Fall lustiger. Also im Notfall einfach einlegen in die Jägermeister. Oder werden die aber riesig. Ja, mehr Spaß für alle.
die Gummibärchen. Saufi, Saufi. Ja, jeder einzelne hat das vorbei, oder was? Ja. Ungefähr. Die Gummibärchen werden halt größer als Uwe, ne? Aber doch nicht schwer. Meinst du? Oder zumindest kriegen sie mehr Volumen, ja. Ja, die könnten schwerer werden. Und das ist bei weiß Gott nicht schwer. Das ist richtig. Ja, nächstes Mal beim Lauch gibt es Gummibärchen mit Jägermeister. Bestimmt. Machen wir einfach so ein Gummibärchen in Jägermeister und dann in hier diese, wie heißt es denn, die Form für eine Eiswürfelform. Musst du dich erst durch den Jägermeister kämpfen, um ans Gummibärchen zu kommen. Kein Problem. Sehr gut. Dann bleib ich lieber bei einem Gin Tonic. Ich nehme beides. Muss noch irgendwo gekalkt werden. Aber ich würde das nächste Mal einen mit Erdbeeren nehmen. Denk auf den 40. Ja, wenn du Erdbeeren mitbringst, dann versuchen wir das. Toledo, das will ich jetzt auch probieren. Und ich habe die 12 nächste Woche zu viel Zeit. 40. Aber ich brauche einen anderen Trecker. Also kommst du mit Erdbeeren und Gin vorbei? Für Gin vorbei? Ich und Gin? Wieso? Ich wollte doch Jägermeister Gummibärchen. Ach so. Okay, ich dachte wegen dem Erdbeeren gerade hier. Nö. Die Erdbeeren besorge ich dann aber vor Ort, weil tiefgefroren kriege ich die nicht. Gibt es auch vernünftige Erdbeeren? Nee, du brauchst. Die Besorgung ist schon vorbei hier. Nee, du brauchst tatsächlich TK-Erdbeeren. Also keine frischen. Hat den Hintergrund, dass du die Erdbeeren benutzt als Eisersatz und dadurch, dass die Erdbeeren gefroren sind, ne, halten sie das ganze Getränk kalt und wenn sie leicht auftauen, dann geben sie ihren Geschmack noch mit in das Getränk. Paul hat ein gutes Anliegen, muss ich ja gestehen, ne, aber ich würde ihm antworten, wenn der Kontostand etwas besser aussieht. Mhm. Okay. Kontostand minimal. Was kostet das Gewicht denn? Ja, egal was es kostet, fast würde ich sagen, weil 2,4. Ja, aber jetzt denk mal bitte dran, wir arbeiten noch und die Geräte werden automatisch repariert. Und dann sind 6.000 Euro auch mal schnell wegrepariert, ne? Mhm. Da wollte ja das Akku 2,3, ne? Ja, genau, ja. Genau. Aber Paul hatte vorhin auch geschrieben, ob wir einen Wienhuiz mit 21 Meter Schleppschlauch kaufen wollen. Einen Güllebomber. Könnte man machen. Hm? Hatten wir andere Pläne? Meine doofe Frage, haben wir noch Kuchen auf Lager? Kuchen? Mhm. Oh, Kuchen. Würde ich nehmen. Was ich haben wir denn für Kuchen? Du meinst verkaufen. Der hat gerade noch Höchstpreis, der Kuchen. Ja? Hat mal wieder ein bisschen Geld, weil er bringt gerade 3,6 und das ist auch der Höchstpreis, den er bringen könnte. Das habe ich denn übersehen? Und? Falls wir noch Kuchen auf Lager haben, ich weiß es nicht. Wartet, ich guck mal kurz. Meine das Kuchen war ja meine Frage. Ein paar hundert, also 20, 30 Paletten sein, also. Weil ich meine, ich hätte eben so verstanden, dass der Kuchen da wäre. Ja, ich kann aber auch, weil Gärreste bringen nämlich gerade auch ein bisschen was. Jetzt haben wir ja so ein bisschen Gärreste in der BGA. Ist die Frage, ob wir sie drin lassen und ausbringen oder ob wir ja, so... Ja, aber ja, ich habe nur gerade noch mal Kuchen da haben, damit die nicht verkaufen wollen. 38 Stück haben wir, 38 Paletten. Ja, dann hau weg. Habt ihr schon ausgelagert? Gut. Weil wir haben 314.000 Liter Gärreste da, die könnte man auch mal eben auf Verkaufen stellen und dann sind sie weg. Nicht wieder ein bisschen Geld. Aber wenn wir jetzt den Kuchen verkaufen, dann haben wir Geld. Okay. Perfekt. Habe ich den vorhin übersehen, wo ich geguckt habe. War ja schon ein bisschen länger auf dem Server. Ja, aber die stehen alle auf Rot, die Dinger. Deswegen fällt einem da das Ganze auf. Kuchen. Hey, ich gucke ja immer in die Liste rein. Hier Preisänderung, ob es gerade im Januar dann im Höchstpreis ist, aber irgendwie habe ich mich verkauft dann. Ja, ist im Höchstpreis im Januar. Passt.
Also sie ist nicht, ja, nur nicht im Höchstpreis, aber sie erreicht den Höchstpreis gerade, der Preis. Das ist ja nicht immer das, was in dem... Ja, okay. Es stimmt ja auch mehr Preis überein. Man muss ja immer beides vergleichen. Aber ich habe, ich schmeiße noch mal ganz kurz für das Güllefass in den... Ja, ein Selbstfahrer habe ich gerade gelesen. Ja, ein Selbstfahrer. Und wenn ich jetzt ganz dreist sein darf, ne, hätte ich sogar noch eine Idee für den Selbstfahrer. Ja, deinen frisierten Horsch. Ja, der muss ja nicht frisiert sein, aber ja, den Horsch. Das modulare Ding da. Yes. Boah, ich muss mir mal angucken, wie man Farbwahl vergibt und sowas. Ich versuche das übernächste Woche mal zu machen. Oder einen Abend. Wie gesagt, ich kann es mir auch mal angucken. Ja, alles gut. Wir können es ja dann mit in das Pack integrieren. Wobei, in Harvester ist er jetzt ja nicht, ne? Nee. Wo würde man denn sowas reinpacken? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Bei den Schleppern? Oder ein Selbstfahrer-Pack machen. Ja. Arbeitsgeräte-Pack. Aber wäre das nicht ein bisschen viel? So, Not erstmal Stand-Up. Ja und nein. Ne? Jetzt, wenn wir darüber sprechen, die Ballenpresse in der Konfiguration vielleicht noch zu verändern, dass die einen die weiteren. Die hätte ich zum Map-Cleaner-Pack beigepackt dann. Ja, ich weiß jetzt nicht. Aber kein Map-Cleaner-Pack mehr, ne? Wollte ich gerade sagen. Dann ist es ein Grünland-Equipment-Pack. Da musst du da. Also, ey, ja, ne, es ist jetzt. Ist schwierig. Genau, es ist schwierig. Genau. Aber ja, ich verstehe, was er meint. Irgendwann ewig groß. Ja, das ist das Problem. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn du nur die Ballenpresse zum Beispiel. Achso, nee, geht nicht, ne? Du musst. Ist das nur I3D? Das ist in der I3D, nicht in der XML so rum, ne? Weil du musst in der I3D die Dinger umschreiben, ne? Umschieben. Das wird auch immer die XML gehen. Das geht auch nur in der XML, echt? Meine ja. Bin mir nicht sicher. Im 19er war es, glaube ich, du musstest irgendwas in der I3D schieben, oder? Ich habe es damals nur so verstanden. Ich bin nicht ganz sicher. Ja, du kannst einfach die Punkte in der I3D verschieben, dann hast du die Arbeitsbreite sofort angepasst. Ja, genau. Dieses Verschieben von diesen I3D-Punkten kannst, auch über die kannst du aber auch über Einträge in der XML machen. Okay. Dann hättest du quasi auch Konfigurations... Config-Block quasi. Mit Arbeitsbreite normal, 2 Meter plus, 10 Meter plus, unrealistisch die ganze Karte, so nach dem Motto. Weißt du, was ich meine? Mhm, genau. Ah, okay. Ja, weil dann könnte man das Pack relativ klein halten, wenn man die Pressen... Ja, muss man wissen, was man möchte, ne? Ob man die Pressen dann nur XML-technisch anpasst oder ob man da auch noch irgendwelche anderen Dinge reinpacken will, wie ein Logo oder sonst was. Man muss da halt nicht an die I3D. Wobei ich habe gelernt, das Logo müsstest du ja auch so laden können, sogar über die XML, ne? Oder? Und den letzten Satz, was du laden Entschuldigung, das Logo, kann ich das Logo über die in die I3D laden, ohne dass ich es vorher platziert habe? Weil ich kann ja eine I3D in die I3D laden, aber ich müsste ihr eine Position mitgeben, ne? Ob das geht, weiß ich nicht. Doch, das geht. Das geht. Das heißt, ich könnte tatsächlich alles in der XML machen und müsste nicht mal die I3D mit in das Pack legen. Da bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, weil ich meine, es geht. Weil die Rundumleuchten sind ja auch nicht in der I3D des Fahrzeugs drin, sondern werden extern geladen. Stimmt. Werden dann Standalone I3Ds geladen. Aber die brauchen halt einen Referenzpunkt, auf den die sich beziehen können. Gebt da mir mal den starken. Jo. Ja. Nee, wir haben nur einen Lauch. Weiß nicht, ob der das kann. Hat er. Ja, müsste man mal gucken. Ist ja aber auch nichts für jetzt sofort oder so, sondern ne, hat ja Zeit. Würde ich zumindest behaupten.
kann die aus. So, ja, mach ich gleich. Ich würde sagen, wir sind ready, was das Feld hier angeht. Das heißt, es müsste noch angesät werden. Was willst du da drauf haben? Eine Ölfrucht. Raps oder Soja, hätte ich gesagt. Ich würde mir auch eine Seemaschine schnappen. Ich bin jetzt hier gleich mit Zuckerrüben fertig. Perfekt. Die Einzelfrucht. Ja, okay. Dann treffen wir uns gleich am Hof, sagst du? Sehr schön. Liebe Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge treffen der Micha und ich uns auf jeden Fall schon mal am Hof. Bis dahin, habt einen entspannten Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.